ist halt immer so. Dann ist es natürlich. Glücksspiel, ne? Nee, komm, wir rennen hier zurück. Wir müssen eh outskirts. Ja, dann lass sie oben rum. Nur hier durchs Dorf, dann sind wir vielleicht wieder Skeps da oder an der, am Container, an Containerburg oder Skeff-Bunker. Ja. Ja. Da hinten. Ach, krass, dann warst du aber auch schon ganz schön alt, als du angefangen hast zu studieren, oder? Nur 25, 26? Mhm, ja, ja. 26. Krass. Mhm. Oh, es geht noch. Ja, das, 26 geht noch. Geht noch voll klar. Kein Skeppi da. Ich wollte damals auch nach der Ausbildung, ne, dann war ich auch noch so motiviert und dachte, ja, jetzt so ein Jahr arbeiten, dann Abi und Studium. Aber wenn du ein Jahr als Geselle gearbeitet hast, dann hatte ich echt keinen Bock mehr auf Schule. Dann habe ich mich so an die Kohle gewöhnt und dachte mir so, ja, nee, dann gehst du halt arbeiten. Mhm. Ja. Ja. Ich sehe ihn nicht, ich kann dir nicht helfen. Ich weiß, wo er ist. Was schießt denn da schon? Hier von vorne kriegen wir Besuch. Ja. Ich gehe mal so ein bisschen rechts am Wasser entlang. Ja. Gucken, wen ich so sehe. Wen ich so höre und sehe. Was ist denn? Was stimmt denn mit der Munition nicht oder was? Ich verstehe das nicht. Ich hab doch. Ja, die ist auf Midrange, ist die nicht ganz so gut, ne? Ach, der hat überhaupt nicht gezuckt, Alter. Nee, die streut mega, die FTX. Die Flechette und die AP20, die ist richtig geil zum Headshots geben. Halt auch auf Entfernung, aber die FTX ist auf Entfernung irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht ganz so gut. Ich bin auf dem einen Haus hier drauf, wenn du mich suchst, ne? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich da hochgekommen bin, aber... Oh, den einen Spieler habe ich doch vorhin getroffen, Junge. Nö, die macht schon Schaden. Also mit einem Schuss war... Jetzt habe ich wohl einmal getroffen und da war Schicht im Schacht. Wo bist du jetzt? Ich bin schon die Straße weiter. Am letzten Haus auf der rechten Seite bin ich auf dem Dach. Gut. Hier ist noch ein Schalala. Nee, die Shots kommen näher. Das ist das Gift hier, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh, da unten. Da ist noch einer. Ich muss das rüber gut. Auf die andere Seite. FTX streut nicht, okay. Also ist die wie AP20 oder was? Mit AP20 kannst du ja auch eine Headshot auf 100 Meter machen. Ja, weiter. Oder weiter, sagt er hier Blechbänder gerade im Chat. Mhm. Einer war noch hier irgendwo. War das da hinten? Was ist denn das hier? Katze und Maus oder was? Ach verdammt, ich brauche keine Skeps mehr.
Warum nicht? Ich habe gerade einen Saliva benutzt. Ungünstig. Ja, ich bin vom Dach gefallen. Ach, egal. Du bist nicht auf der anderen Seite vom Wasser, oder? Nee, ich bin auf der anderen Seite der Straße. Okay, dann habe ich da gerade einen getroppt. Oh, hier kommt was. Ich habe da echt gerade einen getroppt. Alter, der liegt da hinten. Brauchst du Hilfe? Dieser Idiot, der hat sich kaputt gelacht. Über mich. Bam, was für ein Vollidiot. Das habe ich auch noch nie gehört. Ja, im Gegensatz zu mir. Ne, bleib du mal dort. Nicht, dass der gut dazu ist, eher abgefahren, okay. Aber ich. Wieso ist noch einer gerannt? Das kann doch nicht sein, dass ich den von hier. Nee. Warte mal, sei mal ruhig. Auf dem Dach, da liege ich, ne? Rechts von dir. Du wirst mich gehört haben. Nee, nee. Die Holzsteps, das bin ich. Die höre ich nicht. Okay. Was war ein Skeff? Hey, jetzt müssen wir mal langsam mal auch hier. Ach so. Ach ja, gut. Er sagt ja nicht Quest fertig, weil ich noch was zu tun habe. Ja, du musst noch extracten, oder? Nee, ich muss noch einiges. Ich muss noch dann 10 PMCs mit einer Skeffeste erschießen und so weiter. Messer noch finden. Tot. Was, du bist tot? Ich habe keine Ahnung von wo. Ich habe keine Ahnung von wo. Aber ich habe den einen Spieler getroppt. Okay. Boah, ey, komm schon. Ich habe keine Ahnung von wo. Siehst du im Skeff, wo ich bin? Im Stream. Ja, ich sehe, wo du bist. Wo lagst du jetzt von mir aus? Auf dem Dach, am letzten Gebäude, rechte Seite, auf dem Dach. Also noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. Und wie zurück? Den ich getroppt habe. Da hinten? Ganz hinten, also wenn du die Straße weiterlaufen würdest. Ach, weiter vorne? Hm? Okay. Und der muss irgendwo von der linken Seite vom See geschossen haben. Hm, glaube ich auch. Da, wo ich seinen Mate wahrscheinlich getroppt habe. Ich hasse Wutz, ne? Auf Wutz kann alles so schnell vorbei sein. Du kannst dich noch so sicher fühlen und dann kommt von irgendwo irgendjemand mit einem Scope und dann ist Feierabend. Mhm. Und wo hast du den erschossen? Dazu müsstest du... Ja, da, warte, da wo du jetzt oder vor 20 Sekunden hingeguckt hast. So an dem Felsen da hinten? Zwischen den beiden Seen, also wenn du am letzten Haus auf der rechten Seite stehst und genau auf den See guckst, dann genau, okay. Auf der anderen Seite. Also auf der schmalen Zunge zwischen den beiden Seen, da irgendwo habe ich den getroppt. Okay. Da denke ich mal, sitzt sein Mate auch irgendwo. Der hat eine PS geschossen, also auch nichts Weltbewegendes. Und an dem Haus mit dem kaputten Dach, da liege ich oben drauf. Ah, ich sehe dich. Hä, wie bist du da hochgekommen, sag mal?
über die Hütte, die dahinter liegt. Durch Zufall, ich bin auf die Hütte gelaufen und dachte, oh, spring einfach mal. Und auf einmal war ich auf dem Dach drauf. Aber wie gesagt, ob du den da vom Boden aus siehst, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Vielleicht will er ja ein paar kleine Experimente machen und dich da oben looten. Dann schieße ich erbarmungslos. Dann hast du leichtes zusammen. Spiel. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man immer da drauf kommt oder ob man ein gewisses Level schon haben muss. Aha. Ich höre was. Das wäre so geil, Junge, wenn er sich dort niederlässt, um dich zu looten. Ja. Ich glaube, er kommt nicht. Aber geh kein Risiko ein, ne? Du musst lieber raus. Ne, muss ich nicht. Sind nicht ein Quest-Item dabei? Nee. Komm, spring aufs Dach. Ja, das versucht er jetzt. 100 Pro. Aber vielleicht ist es auch ein anderer. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, glaube ich nicht. Da waren so viele Shots eben. Das ist 100 Pro ein Zweier-Team. Ich lach mich kaputt, wenn ich springen höre. Also der muss hinter das Haus, da ist so eine kaputte Hütte. Ja. Da muss er aufs Dach springen und von da kannst du aufs Haus springen. Also ich habe es jetzt ja zweimal geschafft hintereinander. Ich denke mal, er wird es auch schaffen. Noch stapft er in der Bude rum. Versucht er vielleicht mich von unten zu looten. Das geht nicht, ja? Nee, glaube ich nicht. Aber die Hütte muss ich mir merken, ne? Die warum? Ist echt gut, du kannst da bis zu diesem Konvoi von Bravo rüber gucken. Ah, okay, Achtung, er springt. Jetzt? Nee. Ich sehe ihn nicht. Ah, jetzt ist er da. Da oben? Tatsächlich. Okay, ich hab ihn. Echt? Mhm. Ah, Spoiler-Alarm, ich bin im Stream am gucken. Weggesprayt. GG, nice, danke. Ja, gar kein Ding. Guck mal, der nimmt sich meinen Helm und meine AK mit, die Ratte. Ja, das bringe ich damit raus. Ja, alles gut. Kannst du auch wegwerfen. Aber auf dem Dach habe ich ihn leider nicht zusammenschießen können, so wie ich es mir erträumt hatte. Das wäre geil gewesen, wenn er sich da gerade hinlegt zum entspannt looten und dann kassiert er sich einen Headshot. Er hat unten seine Packung bekommen. Ja, auch. Sache, du hast ihn.
dann ist die Hauptsache, du hast ihn, dann ist der Tod nicht ganz so schlimm. Skeps in den neuen Goons. Olli scheint Ärger mit Skeps gehabt zu haben. Ach, kam der Bugshot Skep? Spawnen direkt am Skep-Punkt, okay, runter kommen direkt zwei. Stehen plötzlich vor einem und lachen. Ach, Olli, Mann. Ach, ja. Ich hab aber irgendwie das Gefühl, ne, diesen Vibe sind die Skeps irgendwie deutlich stärker als vorher. Ja, ja, gar keine Diskussion, das ist definitiv so. Das ist total krass. Ohne Witz, ey, die geben dir mit Buckshot-Munition aus 2 Kilometern einen Headshot. Ach, mit allem, Alter, mit allem. Ja, mit allem, die werfen mit Wattebällchen und du kriegst einen Headshot, Das ist... Keine Ahnung. Das ist echt extrem im Moment. Keine Munition mehr. Olli, da sind deine 2 Skeps hier. Vielleicht finde ich deine Leiche. Du hast jetzt alles Skeps. Ja, ich hab alles Skeps. Okay. Ich brauch die Messer. War Olli auf den gleichen Servern wie wir? Glaube ich nicht. Hier liegt kein Olli drin. Okay. Zeit hast du noch? 14 Minuten. Das schaffe ich. Wo bist du jetzt? ZB11, oder? 14, Entschuldigung. Nö, das ist ja Skeptrunger. Ganz normaler. Ach, der? Hm? Ja. Aber wo muss die Kamera nochmal hin? Ah, die Kamera, ich hab sie schon wieder vergessen. Ich bin gerade am überlegen, wo mussten die nochmal hin? Ach, die ist ganz am anderen Ende, bei der Sägemühle. Ach, beim Sägewerk, ja. Ah, stimmt, ja, unten. Ja. Das müsste ich easy schaffen. Und wenn ich dort bin, platzieren, dann bin ich auch gleich outskirts. So weit ist das ja nicht. Nee, Outskirt ist ja nebenan direkt. Erstmal eine kleine Durststrecke. Komm, Junge, gib alles. Boah. Aber 8 Minuten. Sind Sie schon am Ausgang? Sollten wir schaffen. Nein. Nee. Ich bin jetzt hier erstmal am. Ach, da unten, stimmt. Jetzt weiß ich, wo die Kamera hin muss. Ja, die muss da unten an diesem kleinen Bootssteg. Oh, das schaffen wir eigentlich. Sollte man schaffen. Ja, locker. 8 Minuten, easy. Kannst ja jetzt an der Küste entlanglaufen bis zum Minenfeld und dann einfach rüber und dann bist du doch direkt da. Ja, die sind aber auch nicht so schwitzer, glaube ich. Irgendwie, keine Ahnung. Bis vielleicht auf ein paar Ausnahmen. Obwohl, jetzt Landmark ist jetzt auch nicht so der Schwitzer, weil... Nee. Terrortex ist... Viel, viel weiter, ich glaube 10 Level weiter als Landmark. Ja, oder so. Aber Terrortex ist auch extrem, ne? Mhm. Der, ohne Scheiß, der ist so extrem. Hat der einen Kappa inzwischen? Ich glaube schon. Ja, ne? Wahrscheinlich, ja. Level hat er, glaube ich, schon dafür. Ja, Level hat er auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, so auf NA-Servern, die Leute, die gefallen mir irgendwie besser. Die hocken nicht eine halbe Stunde in der Ecke rum, sondern die pushen dich auch einfach mal.